So, meine Lieben, willkommen zum Wochenrückblick. Das Schöne ist, ich habe gerade schon mal ein Video gemacht und dann ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit meine Lautsprecher drin hatte und das die ganze Zeit so knatscht. Oh, was für ein Scheiß, das muss ich alles nochmal erzählen. Ich habe auch keinen Selfie-Stick mit, das heißt, mein Arm fällt mir gleich ab. Aber egal. So, ich sitze gerade hier, ich mache das jetzt einfach nochmal. Ich sitze gerade hier am Ballermann 12 oben. Ich möchte gleich zur Bank gehen. Ich will mal gucken, dass ich Geld nach Deutschland schicken kann, weil ich die ganze Kohle so bar habe, die ich gespart habe. Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag, meine Lieben. Meinen letzten Arbeitstag, es ist unglaublich, aber wahr. Ich bin sehr, sehr glücklich. Mir ist wieder eine Last von den Schultern gefahren, eine richtig, richtig große. Ich habe jetzt, wie lange? Ich habe Anfang Mai, Juni angefangen zu arbeiten, bis jetzt, bis gestern. Ne? Und müsst ihr euch überlegen, fast 4 Monate, jeden Tag. Außer 2 Tage hatte ich frei, da hat es geregnet. Ne? Aber ansonsten jeden Tag gearbeitet und das ist einfach geil. Du kannst einfach machen, was du willst. Das ist so ein schönes Gefühl. Du gehst raus und denkst, ach, was machst du jetzt? Ach, fährst du mal dahin. Naja, auf jeden Fall, ja, sehr, sehr geil. Ich sitze hier oben auf jeden Fall, wenn bei der Mann 12 fährt, auch gleich mal meinen Kumpel besuchen. Der hat da hinten seinen Friseurladen, ne, seinen eigenen. Den sage ich nochmal hallo, dann ist da vorne auch ein cooler Laden. Den würde ich euch auch mal empfehlen. Hier, sieht man das? In der Ecke. Da. Da kann man gute elektronische Sachen kaufen. Ich habe mir da letztens auch eine Kamera gekauft, sowas wie eine GoPro, nur ein bisschen eine andere Marke, aber auch genauso gut eigentlich, weil ich ja jetzt loslegen will mit Videos, also mit coolen Videos auch, so mehr und so, wenn ich in Mexiko bin, ne, dass man da ein paar Sachen mal filmen kann, weil ich will ja jetzt wirklich mir Mühe geben auch, dass ich das professioneller machen kann, weil jetzt mache ich ja immer mit einem Handy mal schnell so ein Video, irgendwas gequatscht. Ich mache mir jetzt auch keine Stichpunkte oder so, deswegen muss ich mal gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir da auch was gekauft. Genau, dann genau, das, was ich sagen wollte, mein Ziel waren ja 5.000 Euro zu sparen. Die habe ich. Ja, also ich habe die gespart. Ich habe jetzt noch, jetzt habe ich genau 5.000, weil ich noch ein bisschen was auf dem Konto hatte. Habe jetzt aber auch schon 1.000er ausgegeben, weil ich mich tätowieren lassen habe. Das möchte ich euch auch gerne mal zeigen. Ich kann das Studio nur empfehlen. Es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Studio. Sauber, die Tätowierer sind sehr, sehr gut. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Auf Facebook zum Beispiel bei Kratos Arenal oder Kratos Magaluf. Kratos ist am Ballermann 2, genau neben dem Restaurant El Bistro und Tex-Mex, falls ihr es kennt. Und die sind so toll von der Beratung her, so witzig. Ich liebe meinen Tätowierer Martin, er ist so, so gut. Er weiß auch einfach, was mir gefällt. Ich kann ihm auch vertrauen, weißt du, wir machen dann so ein paar Ideen. Ich habe ihm letztens so ein Blatt gegeben, ich habe was gezeichnet, ein paar Skizzen, so ein paar Symbole wie ein paar Turnschuhe, dies, das. Er guckt sich das an und dann überlegt er sich was im Kopf, wie man das verbinden kann. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also ich war ja letzte Woche schon da, da habe ich hinten... Das sieht man jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich hinten, zeige ich euch nochmal einen Elefanten. So ein Ganesha-Elefanten. Eigentlich sollte es nur ein Elefant werden, weil das für Dankbarkeit steht. Ne? Und für Stärke und Kraft und Intelligenz. Ja. Ich bin schon intelligent, würde ich sagen. Ne? Nein, ist ja egal. Nee, aber das ist einfach für Weisheit, sage ich mal so. Weisheit im Leben und so eine Sache. Naja. Gut, das habe ich gemacht. Dann habe ich ja hier The Secret gemacht. Das steht für das Buch The Secret, Gesetz der Anziehungskraft, nachdem ich ja lebe seit ein paar Jahren. Genau. Dazu sage ich dann nochmal mehr, wenn ich meine Wünsch dir was Reihe starte, wo es auch ums Gesetz der Anziehungskraft geht. Dann habe ich meinen Arm gemacht, ganz kurz. LOA steht ja für Law of Attraction. Dann das Auge für Fokus. Das heißt, wenn du was fokussierst, was visierst, dass du dein Ziel erreichst. Dann das Paradies, dass ich immer das Paradies im Auge behalte, im Paradies sehen will. Die Valley hier unten in Mexiko erinnert mich auch sehr an Mexiko, weil ich da gesurft habe. Also ich habe da versucht, surfen zu lernen, sagen wir es mal so. Ah, hat ein bisschen geklappt. So, dann hier die Wunderlampe Aladdin, wünscht dir was, auch für meine Reihe, für meine YouTube-Reihe, wünscht dir was. Das heißt, wenn wir wünschen gehen, dann wünsche nach Film. Und die Turnschuhe für Der Weg ist das Ziel. Und dann hier hinten nochmal ein Peace-Zeichen. So Mickey Mouse Style. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Und dann auf dem anderen Arm habe ich noch ein bisschen weiter gemacht. Das hat der Martin auch damals gemacht. Da habe ich dann noch Ask, Believe, Receive hingemacht. Also frage danach, glaube daran und empfange deine Wünsche oder, ja genau. Ja, so viel zu dem Thema auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und hingehen, wenn ihr hier seid, weil die Preise sind einfach mal viel günstiger, wie wenn ihr jetzt in Deutschland das macht, sag ich mal so. Ja, und ansonsten die Neuigkeiten. Ich überlege jetzt,
mit meiner Freundin Michelle, ob wir auf die Vasen gehen oder nicht. Ich weiß nicht, wer, vielleicht hat jemand Erfahrung, hat schon mal auf den Vasen gearbeitet in Stuttgart, ne? Die Cannstatter Vasen. So ähnlich wie das Oktoberfest, einer der größten Festzelte, wo halt gefeiert wird, getrunken wird. Und da gibt es hauptsächlich Mars Bier, das heißt ein Liter Bier, und das muss man dann schleppen. Ne? Also so ist der Job. Es läuft quasi so ab, dass du deine Bons irgendwie schon vorkaufst, quasi die Ware einkaufst, das Bier in dem Sinne und diesen Göttle, diesen Hahn. Und dann die Provision, wenn du es wieder verkaufst, ne, den Leuten bei dir bestellen, verkaufst du das Bier, kriegst du eine Provision von 70 Cent pro Bier plus nochmal Trinkgeld. Das heißt, du bist bestimmt bei 1 Euro beim Bier dabei, denke ich mal. Oder noch mehr, vielleicht geben manche Leute auch viel mehr Trinkgeld. Ich weiß es nicht, habe es noch nicht ausprobiert. Das reizt natürlich sehr, weil man da schon viel Geld verdienen kann. Das sind die Vorteile. Aber der Nachteil ist einfach, es beginnt jetzt, am 23. müssen wir in Stuttgart sein. Das Zimmer kostet 380 Euro für 2 Tage für 2 Wochen pro Person. Was ist noch? Du musst dir halt eine Trachtenlederhose kaufen, mein Portemonnaie mitnehmen, dann müsste ich halt nochmal nach Hannover fliegen. Weil meine Mutter, habe ich das jetzt nicht, meine Mutter kommt heute Abend, aber ich habe ihr, das habe ich jetzt irgendwie voll vorbei, dir zu sagen, dass sie mein Portemonnaie mitbringen soll. Ist jetzt schon auf dem Weg, verdammt. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal nach Hannover fliegen, mein Kellner-Portemonnaie holen. Na gut, das kann man sich vielleicht auch da kaufen, ne? Egal, aber halt die Trachten, die Blusen, die Sachen, die du einkaufen musst. Also erstmal steckst du bestimmt deine, ich weiß nicht, 800 Euro da rein oder so. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ich meine, wir haben beide das Geld, um das zu investieren. Aber andererseits, das ist einmal so eine Sache, die irgendwie kompliziert ist, sage ich mal. Weil ich jetzt halt so im Zeitdruck bin. Ich bin jetzt noch auf Mallorca, ich habe noch keinen Flug. Und ich muss nochmal nach Hannover. Und dann müsste ich am 23. schon auf dem Vasen sein. Und heute ist ja der 19., ne? Oder der 18. Ja, und dann nochmal, was dazu kommt. Schaffen wir das? Schaffen wir es wirklich? Einfach mal, weiß ich, wie viele Stunden, 10 oder 11, ich weiß nicht, wie viele Stunden man da arbeitet. Das haben die uns noch nicht gesagt, aber einfach mal 11 Stunden da rumrennen und einfach mal immer 7 Maßkrüge zu tragen. Du musst halt schnell sein, weil es geht um dein Geld. Ich meine, ich bin eigentlich, was es angeht, schon robust. Ich gehe auch immer in die Schweiz zur Fastnacht, da ist auch hart, da arbeite ich auch 14 Stunden und mit der Mucke und den Leuten, das ist halt schon, das geht ja halt auf die Psyche. Ich meine, klar, ich würde meine Europax da reinmachen, wie immer. Und dann habe ich so ein bisschen meine Ruhe, weil ich bin so lautstärkenempfindlich. Also das heißt, so Schlagermucke auf jeden Fall, das kann ich nicht so ab. Sagen wir es mal so. Und die Besoffenen, die ich ja hier schon 4 Monate jeden Tag sehe. Ich bin ja da auch so, dass ich manchmal wirklich, ich liebe Menschen, aber manchmal denke ich mir, ich hasse besoffene Menschen. Wenn die so betrunken sind und so einen Quatsch erzählen und so irgendwie so auch stinken und einfach so durcheinander sind, dann nerven die mich extrem dolle. Und wenn ich das jetzt nochmal ertragen muss, nochmal 2 Wochen, es sind nur 2 Wochen und 2 Tage oder so, aber trotzdem. Und dann verschiebt sich halt meine Mexiko-Reise einfach mal auf 3 Wochen ungefähr. Weil ich würde sonst jetzt fliegen am Sonntag. Ich habe auch schon geklärt, dass ich mein Zimmer wieder bekomme in Cancun. Ich habe meinen Vermieter angeschrieben. Er meinte, es ist eins frei ab dem 19. Genau, morgen Samstag, den 19. Genau. Und ich könnte, ja, wenn ich dann Sonntag dahin fliege, wäre alles cool eigentlich. Genau, das sind die Sachen, die ich überlege. Ich überlege jetzt schon seit 5 Tagen, was ich jetzt machen soll. Einerseits reizt mich das Geld so, natürlich. Gerade weil ich jetzt ja auch schon wieder Geld ausgegeben habe. Ich will mir noch einen Laptop kaufen. Weil ich, wie gesagt, ich will schreiben, ich will anfangen zu schreiben und ich möchte auch meinen YouTube-Channel aufbauen, wirklich. Das klingt jetzt bescheuert, aber es liegt mir wirklich am Herzen, auch meine Reise und so dokumentieren, so viele Leute. Ich will dann auch mal so ein paar Tipps geben, erstmal Mallorca-Tipps, dann nochmal auch, wie man so nach Mexiko geht oder auch woanders hin. Ich kenne ja wirklich viele Leute, die einfach mal so reisen, die fliegen mal nach Thailand 2-3 Monate oder mal nach Australien oder mal nach Amerika, ne, und so eine, sowas. Über das möchte ich alles reden. Und ich brauche einfach einen Laptop. Ich habe jetzt immer mit dem Handy meine Videos gemacht. Da habe ich die hochgeladen mit dem Handy, was 10 Stunden dauert. Da muss ich erstmal zu so einem bestimmten Laden gehen. Sitze ich mich dann auf die Straße, weißt du, vor den Laden, um da die Scheiße hochzuladen, weil ich da nur WLAN habe. Was funktioniert? Alle anderen WLANs hier kannst du in die Tonne kloppen. Ja.
Und deswegen brauche ich einen Laptop jetzt endlich mal. So. Außerdem will ich Sprachen lernen. Das kannst du auch super mit einem Laptop. Da kannst du dir immer Filme reinziehen mit einem Untertitel. Ich mache das dann gerne. Ich ziehe mir einen Film rein auf Englisch und dann mit einem spanischen Untertitel zum Beispiel. Oder umgekehrt, auf Spanisch mit einem englischen Untertitel. Auf jeden Fall lernst du so beide Sprachen. Weil meistens kannst du ja, also mein Englisch ist so okay, sage ich mal, verstehe viel. Dann kann ich mein Spanisch verbessern, aber lerne auch gleichzeitig noch Englisch. Ne? Also mein Englisch ist ja nicht perfekt. Jo. Ich überlege gerade, was soll ich noch sagen? Ach ja, heute, ich muss morgen aus der Wohnung raus, Toni fliegt nach Hause und meine Mutter kommt heute Abend. Das heißt, eventuell fahre ich heute Abend schon nach meiner Comedy mit oder ich bleibe noch bis morgen in der Wohnung und dann zu meiner Mutter noch eine Nacht. Und dann bringen die mich zum Flughafen. Meine Mutter macht hier Urlaub, besucht einen Freund und die würden mich dann zum Flughafen bringen. Genau. Auf jeden Fall, Leute, ich werde mich heute oder morgen, also ich denke mal heute schon entscheiden. Ich versuche nachher nochmal einen Flug zu buchen nach Mexiko, weil letztes Mal habe ich es schon versucht. Ich wollte wirklich einen Flug buchen und es hat irgendwie nicht hingehauen, aus mysteriöser Weise. Das hat was damit zu tun, dass ich mit Kreditkarte immer buche und die wollten nochmal so eine extra Sicherheitsabfrage. Irgendwie, da gibst du so eine Begrüßung ein und dann ein Kennwort und ich habe das nicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ging es nicht und das ist ja für mich immer so ein Zeichen. Ne? Ich bin ja so ein Mensch, wenn sowas passiert, denke ich mal, das soll irgendwie nicht so sein. Ich frage mich eigentlich nicht warum, sondern ich denke mir immer, es soll da nicht so sein. Ja, okay, alles klar. Auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal einen Cut, das sind jetzt schon wieder 11 Minuten. Mein Gott, ich wollte gar nicht so viel erzählen. Und ich melde mich dann bestimmt nochmal morgen oder übermorgen und dann einfach vielleicht von da, wo ich bin oder noch hier auf Mallorca. Mal gucken. Na gut, alles Gute, bis dahin und bis dann.